Ja, hallo liebe YouTube-Freunde zur Mittagszeit. Heute mit einem Supersportwagen der 70er Jahre. Das ist ein Maserati Ghibli Spider. Ein absolut irres Auto mit einer der aufregendsten und exotischsten Formen überhaupt, die jemals gebaut wurden. Von 1972 sind von diesem Spider noch 160 Autos überhaupt gebaut worden. Und insgesamt vom Coupé und vom Spider 1250 Exemplare. Mehr gibt's nicht. Unser Auto, es gibt also diverse, wo man dann das Coupé hergenommen hat, wo man dann eine Conversion draus gemacht hat, so heißt das. Das heißt, man hat das Dach abgenommen, hat dann Spider draus gemacht. Aber das Tolle an unserem Auto ist dieser absolut wunderbare Zustand. Der ist ewig in einer ganz großen Sammlung gewesen, wo man sich täglich drum gekümmert hat. Der war immer zugelassen, da ist immer mit gefahren worden. Man hat jetzt vor 10.000 Kilometer hier die Maschine revidiert. Also schaut euch mal das Lackbild an, schaut euch mal dieses gesamte Auto an. Mit diesem schwarz außen, innen cremefarbenes Originalleder. Also ich sag mal, ich finde, das ist einer der schönsten und elegantesten Karosserieformen, die überhaupt jemals gemacht wurden. Oh, jetzt ist Paul fast in den Blumentopf gefallen. Naja, ja, Paul steht noch. So, also schaut euch das mal an. Hat eine 5-Liter-Maschine, hat 350 PS. Hier steht das Ghibli SS und der war zu seiner Zeit das teuerste Auto, was es überhaupt gab. Der Wagen hat 77.000 Mark gekostet. Der war teurer als ein Ferrari Daytona. Der war teurer als ein Miura. Der ist viel teurer gewesen als ein Iso Griffo. Das waren the Big Four, sage ich mal, aus den End-60ern, Anfang-70ern. Und wie der sich jetzt fährt, ich meine, schau dir das mal an, das Auto ist echt eine Show, finde ich, auch durch diese tolle Farbe. Das schauen wir mal. Also die kosten heute, wenn man einen originalen Wagen hat, so um die 750.000 Euro. Und eine Conversion, so wie er, der hat ja auch eine originale Fahrgestellnummer. Alles andere ist auch authentisch und echt, kostet circa die Hälfte. Aber der ist wirklich sehr gut mit einer schönen Geschichte. Und sowas haben wir natürlich auch selten. Und das fahren wir jetzt mal. So, mal kurz die Tür zu. Das hörte sich jetzt nicht gut an. War die Batterie. Ja, unser Ghibli Spider, der läuft noch so ein bisschen rumpelig, aber das haben wir immer, wenn Autos aus angemacht werden, weil sie auch transportiert werden, dann verschlucken die sich ein bisschen. Ich glaube, das hört ihr gerade. Aber so wie man hier so ein bisschen Drehzahl gibt, da merkt man, ist der frei. Aber da der Wagen so eine immense Kraft hat, der läuft ja 5 Sekunden von 0 bis 100. Das war zur damaligen Zeit mit 8 Zylindern gewaltig. Also was der gebracht hat, man darf aber auch nicht vergessen, es gab damals für das gleiche Geld ungefähr 3 S-Klassen. Also das war schon wirklich ganz großes Kino, das Auto hier. So, wenn ich ihn jetzt höher drehe, ab 2000, merkt ihr das? Und schon wird er frei. Ja, da laufen noch 1, 2 Zylinder nicht richtig. Wahrscheinlich hätte man da jetzt mal kurz die Kerzen sauber machen müssen. Da würde er sich anders anhören, aber ich kenne das von unserem Probefahren. Wenn wir 20 Kilometer gefahren sind, ist das vorbei. Aber da gehören einfach mal die Kerzen sauber gemacht. Dann läuft er richtig, weil wir haben eine ganz tolle Historie zum Auto. Wir wissen, wo der Wagen herkommt. Also da ist alles in einem Zustand, da kann man sich drauf verlassen, reinsetzen und losfahren und wunderbar. So ein Auto muss mal 100 Kilometer gefahren werden, das ist ganz einfach. Ja, man spürt schon, man ahnt schon, was diese 5 Liter hier zustande bringen. Er hat übrigens ein 5-Gang ZF-Getriebe hier vorne. War also damit auch schon ziemlich modern. Und man stelle sich mal vor, 1972 ist der Wagen 275 Stundenkilometer schnell gewesen. Das hat mit dieser wahnsinns aerodynamischen Form zu tun. Er ist ja absolut irre langgestreckt. Ein bisschen einem Jaguar nachempfunden, einem E-Type, sage ich jetzt mal. Ja, und ansonsten ist das... Oh, hier sind Hühner auf der Straße. Ja. Ja, ja, er poltert noch ein bisschen. Also das wird einen Moment dauern, bis er sich freigefahren hat. Jedenfalls fahren wir hier eine absolute Rarität, ein total seltenes Auto. Auch irre, wahnsinnig Design. Schaut mal da vorne, die Ghibli SS. Es gab ja 2 Motorversionen. Einmal die 4.9-Maschine, das ist unser hier, und dann der 4.7, der ab 1966 gebaut wurde.
Ja, hier vorne habt ihr die Schaltpaneele. Dann haben wir hier Uhr, Voltmeter, Wassertemperatur, Zigarettenanzünder war natürlich aktuell damals hier vorne. Lederarmaturenbrett, das ist auch alles feinstes Leder hier. Das ist auch noch das Originale in dem Wagen. Ja, hat ein tolles Straßenlager. Übrigens ist Starrachse der Wagen. Normalerweise bei seinen Konkurrenten gab es schon Einzelradaufhängung, das hat er nicht, hinten noch eine Starrachse. Man hat sich auch damals so ein bisschen beschwert. Ja, unser Auto verschluckt sich noch ein bisschen. Wir müssen einfach mal gucken, woran das liegt. Ob das nur die Kerzen sind oder der Vergaser sind da falsch eingestellt, ich habe keine Ahnung. Leider kommen die 350 PS so nicht richtig zur Geltung. Also wir haben das so, ab 2500 Touren, da dreht er richtig und schiebt richtig an. Vor allen Dingen, der Wagen hat ja wirklich einen brachialen Sound auch. Und man spürt, dass wenn er normal läuft, hier seht ihr, dass der sich verschluckt bei ein, zwei Zylindern, dass der richtig losgeht. Also ein Wahnsinnsauto ist das schon. Ja, jetzt geht's wieder. Und er zischt auch richtig los dann. Aber unsere Mechanik wird herausfinden, woran das liegt. Das kann nichts Großes sein. Ich habe ja gesagt, vor 10.000 Kilometern ist der erst in der Revision gewesen. Ist alles gemacht worden. Das Auto hat halt ein bisschen gestanden. Vielleicht liegt es auch daran. Das kann manchmal schon sein. Das haben wir öfter mal. Mitunter müssen wir 30, 40 Kilometer fahren, bis ein Auto dann richtig fährt. Ja, tolles Auto, faszinierender Wagen. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wenn der richtig durchzieht, macht der einen Riesenspaß. Da bin ich mir 100% sicher. 350 PS, ich meine 77.000 Mark. Dafür konnte man sich seinerzeit ein schickes Reihenhaus kaufen in Deutschland 1972. Und deswegen sind diese Autos auch relativ selten nur gebaut worden. Das konnte sich halt kaum einer leisten. Das war damals was für Fußballspieler, die ganz oben mitgespielt haben. Die hatten einen Ghibli und der hatte halt diese wahnsinnig aufregende Form. Ja, guck mal hier, wenn man höher, dann geht er richtig. Hat auch gute Bremsen, wie gesagt. Der Hinterachse sagt man nach, dass sie fast ein bisschen LKW-mäßig ist, aber kann ich jetzt gar nicht mal so richtig feststellen hier. Guck mal, jetzt geht's, wenn man jetzt schön beschleunigt. Kommt auch was. Super Sportwagen, der mittlerweile 50 Jahre alt ist. Also wenn der hier ein paar tausend Touren hat, dann rauscht er aber richtig nach vorne. Schon ein tolles Ding. Aber eins muss man wissen, also Spritverbrauch bei so einem 8-Zylinder, 15 bis 22 Liter, die gehen da durch. Aber ist egal, das ist wirklich was, wer einen tollen Klassiker haben will. Mit einem super eleganten italienischen Flair, dafür ist so ein Wagen genau das Richtige und es gibt halt eben nicht viele. Und das hier ist ein gutes Auto. Also da gibt es auch viele, die sind so ein bisschen verhunzt, nicht mehr in gutem Zustand. Wir haben mehrere Coupés schon verkauft. Also bei Italiener muss man mal ganz genau gucken, ist das ein gutes Auto oder nicht. Aber er kommt hier aus einem guten Schnall mit einer tollen Historie. Soll ich hier in der Sonne stehen bleiben? Ja. Ja, hier haben wir die Maserati-Maschine, 8 Zylinder, 5 Liter Hubraum. Der hat 350 PS geleistet, fast 500 Newtonmeter, das war eine ganze Menge. Autos gab es nur mit 5-Gang-Schaltung. Maschine ist, wie gesagt, revidiert worden vor 10.000 Kilometern. Wir haben eben gerade gesehen, also der verschluckt sich, der muss richtig eingestellt werden. Das stimmt was nicht an der Einstellung. Kommt hinten auch Schwarzhaus, heißt er verbrennt viel zu viel Sprit. Das haben wir auch gemerkt. Also nur wenn man ihn richtig rannimmt, so ab 2000, 2500 Touren, dann dreht er, zieht er richtig ab. Also laufen tut er toll. Das ist ein absoluter Supersportwagen. Er liegt flach auf der Straße auch. Das habe ich gespürt eben gerade. Das ist ein tolles Teil. Und ich finde das Design atemberaubend. Das muss ich wirklich sagen. Also wirklich ein atemberaubendes Auto. Und man sieht ihn ja im Straßenverkehr so gut wie gar nicht. Und wenn man sich überlegt, der kostet ja deutlich unter 400. Das ist doch echt eine Show. Also das ist doch interessanter als jeder 3,5 Liter Mercedes oder so. Cabrio, die kosten ja auch das Gleiche. Finde ich, ist das einfach sensationell. Übrigens hier nochmal der Dreizack auf den Aluminiumfelgen, die er hat. Das sind die originalen Alufelgen aus der damaligen Zeit.
Auto sieht vielleicht noch ein bisschen spannender aus, wenn er Speichenfelgen hat. Speichenräder, die hat er jetzt aber nicht in dem Fall. Ja, aber sonst, wie gesagt, also alle Arbeiten an dem Auto sind technisch belegt. Und ich nehme mal an, der muss einfach nochmal wieder richtig gefahren werden, ordentlich eingestellt werden, dann passt auch alles. Ja, das ist unser Film zum Maserati Ghibli Spider. Ist ja relativ selten in Fahrt zu sehen. Mein Sohn Lukas war auch mit der Drohne heute dabei, hat das von oben ein bisschen gezeigt. Jetzt kommt auch das Wetter wieder. Wir haben noch ganz viele super, tolle Supersportwagen aus den 60er und 70er Jahren. Die haben wir da drin stehen, die haben wir nur wegen des Wetters nicht rausgeholt. Das werden wir jetzt aber machen. Wir kriegen übrigens auch neue Kollegen hier unten im Süden, auch in der Technik, die sich richtig auskennen. Und die können dann solche Autos bei uns auch noch ein bisschen besser insgesamt betreuen. Ja, das war unser Film zum Ghibli Spider. Ein 1,6 Tonnen Supergeschoss-Sportwagen von 1972. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Sieht man ja jeden Tag. Ja, dann sage ich tschüss, alles Gute, bis zu unserem nächsten Film. Euer Stefan. Thank you.